Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu Bennys Welt. Lange Zeit habe ich pausiert gehabt und jetzt geht es endlich weiter mit Bennys Welt und ich habe viele spannende Themen für euch. Aber die seht ihr nach dem Intro. Nach der Sommerpause beschäftigt mich bei Bennys Welt natürlich ein Thema, mein neuer Hater, der auch gleichzeitig mein neuer Lieblingshater ist, denn so wie er sich ausdrückt, scheint er echt die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen zu haben. Und zwar geht es um JanCrew1 auf YouTube, auch bekannt als René Krüger. Ja, als ich nämlich neulich meinen YouTube-Kanal geöffnet habe, habe ich unter einem meiner Videos, was ich jetzt nicht explizit verlinken werde, einen Kommentar entdeckt von wegen, ja, du weißt ja selber, dass du nicht singen kannst und sowas. Ich bin da natürlich auch so, klar, ich nehme das Feedback sehr gerne an, aber ich sag da auch immer was zu. Und deswegen habe ich auch gleich drauf geantwortet und habe dann geschrieben, ja, mach du es doch einfach besser. Versuch es doch einfach mal. Aber derjenige ist nicht drauf eingegangen, wie ich es erwartet hatte. Nein, stattdessen kam noch ein Kommentar und noch ein Kommentar. Und ich habe einfach gedacht, ach Mensch, halt deine Fresse, jetzt lass mich in Ruhe. Irgendwie war es nur nervig und ich habe dann einfach gedacht, naja, blockieren ist ein bisschen blöd, ist ein bisschen lappenhaft. Deswegen schreibst du ihm einfach weiter und ja, wo ich gerade so drüber nachdenke, vielleicht verlinke ich das Video doch, weil es ist einfach mal eine coole Sache, wenn ihr euch den Kommentar-Thread einfach mal anguckt. Neben den gewohnt dummen Kommentaren gibt es natürlich auch gewohnt lustigen Konter von mir. Schaut einfach mal rein, ich verlinke das Video unten in der Beschreibung bzw. den Kommentar-Thread. Nächstes Thema, wie ihr gesehen habt, habe ich ein neues Intro. Ihr habt jetzt die Langfassung zu sehen bekommen. Es wird noch eine Kurzfassung kommen und ich arbeite momentan auch noch ein bisschen am Jingle. Deswegen wundert euch nicht, wenn das Jingle so ein bisschen unpassend und scheiße klingt zu dem Intro. Also es fehlen noch die Soundeffekte und außerdem wird an dem Instrumental auch heute im Laufe des Tages noch gearbeitet. Ihr könnt dann einfach darüber abstimmen, wie euch das neue Intro gefällt. Ich werde natürlich dabei bleiben. Das Ganze hat natürlich auch einen tieferen Sinn, womit wir beim nächsten Thema wären. Ich habe nämlich wieder eine kleine Umbenennung vorgenommen. Ich habe mich ja letztes Jahr von DJ BNY zu das Original aus Celle umbenannt. Bloß das Problem war natürlich, dass der Name eigentlich viel, viel, viel zu lang ist. Viel zu lang für Twitter, wo einem gesagt wird, ja, du kannst maximal 20 Zeichen angeben. Oder auch viel zu lang, um ihn überhaupt einzutippen. Deswegen habe ich mich umbenannt in Benny aus Celle, weil das ist erstmal viel, viel aussagekräftiger und repräsentiert mich auch besser. Ja, und deswegen, was haltet ihr von der Namensänderung? Gleichzeitig gibt es auch eine kleine Neuerung auf Facebook. Ich habe eine neue Facebook-Seite. Wenn ihr also weiter auf dem Laufenden bleiben wollt, dann fügt mich neu auf Facebook hinzu unter facebook.com/Benny aus Celle. Da findet ihr mich jetzt nämlich. Ich muss nämlich meine 100 Fans wieder vollkriegen, damit ich eine neue App herausbringen kann, die Bennys App. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn wir es dann wieder schaffen, so weit zu kommen. Ja, natürlich werden auch noch andere Projekte geplant sein. Es ist nicht das Einzige, dass eben Bennys Welt weitergeht, sondern eben auch noch andere Projekte, die ich am Start habe. Nicht nur meine Musikprojekte, die ihr im Sommer halt ganz häufig bestaunen durftet, sondern auch andere Projekte, wie zum Beispiel ein schönes Feed the Beast Projekt. Ich weiß, viele Leute machen heutzutage Minecraft und wenige machen es wirklich gut. Also ich halte wirklich nicht viel von so Minecraft-Gameplays wie Dena, Kongcrafter und Co., dass sie vielleicht ganz gute YouTuber sind. Sei mal dahingestellt. Es geht mir einfach nur so ein bisschen auf den Sack, dass sie alle zur Mediakraft-Sippe gehören und eigentlich alles durch die Bank weg Einheitsbrei ist. Und das ist das, was mich so ein bisschen aufregt. Deswegen werde ich mich mit dem Talkix zusammensetzen und mit dem Goka, den ihr vielleicht auch schon kennen solltet. Ansonsten werde ich die beiden Kanäle unten in der Beschreibung verlinken.
Da könnt ihr dann mal reinschauen, was die beiden so machen. Und ja, ich würde mich natürlich freuen. Aber das ist eben nicht das Einzige. Lasst euch ganz einfach überraschen. Und dann würde ich mich freuen, wenn ihr fleißig reinschaut. Und wie ihr sicherlich mitbekommen habt, arbeite ich momentan fleißig an einem Bad Boys Blue Tribute Album. Um die Hintergründe dazu zu erklären, Bad Boys Blue war die Lieblingsband meiner Mutter in den 90ern und 80ern. Und meine Mutter hat mich in der Kindheit so damit zugebombt mit dieser Musik, dass ich irgendwann selber gesagt habe, ey, die Musik findest du ja eigentlich ganz geil, auch wenn sie so ein bisschen retro ist. Ja, und die Jungs von Bad Boys Blue bzw. der Leadsänger und die Mädels von Bad Boys Blue haben 2010 lauter Neuauflagen ihrer Songs herausgebracht und da entstand auch der große Bad Boys Blue Hitmix, damals auch Bad Boys Blue Megamix 2010, wo ich das Instrumental selber geschrieben habe und eben auch den Gesang selber zu aufgenommen habe. Das Ganze sollte ein Geburtstagsgeschenk werden zum 42. Geburtstag meiner Mutter 2010. Und aus dieser Idee heraus ist noch eine weitere Idee heraus entstanden. Ich koppel einfach mal alle Songs aus. Ihr habt es mittlerweile mit Sicherheit mitbekommen. You're a Woman, Lady in Black, Kisses and Tears, Gimme Gimme Your Lovin' und Pretty Young Girl sind bereits erschienen. Das sind 5 von insgesamt 13 Songs, die ich vorhabe zu covern. Und während ich die ersten 7 Songs alleine einsingen kann, wird es so sein, dass ich die letzten 6 Songs mit einer weiblichen Background-Sängerin einsingen muss. Da ist auch schon jemand gefunden. Wir werden uns auch demnächst zusammensetzen und ich freue mich dann natürlich, wenn ich euch die neuen Projekte präsentieren darf. Ansonsten ist aktuell ein ziemlich bekannter Song von ihnen in Arbeit bei mir. I Wanna Hear Your Heartbeat, in Klammern Sunday Girl, ist ein geiler Song von denen und anders als die anderen Songs ist er wirklich noch ein bisschen mehr auf House ausgelegt, ein bisschen mehr House-lastig und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr diesen Song euch anhört. Er wird voraussichtlich morgen oder übermorgen erscheinen. Es kommt immer darauf an, was ich noch zu tun habe, denn ich habe nämlich am heutigen Tage noch ein Vorstellungsgespräch. Es geht nämlich um neue Arbeit, nachdem ich nämlich am 1. August in meiner alten Halle aufgehört habe, habe ich jetzt endlich ein Vorstellungsgespräch, was entscheiden wird, ob ich ab Mitte des Monats einen neuen Job habe oder ob ich erstmal noch ein bisschen Kreativzeit bekomme. Ich hoffe, der neue Stil von Bennys Welt hat euch gefallen. Leider war die Kamera so ein bisschen starr in diesem Video. Das gilt es ein bisschen zu entschuldigen. Ich habe momentan keinen Kameramann, weil ich alles selber mache. Aber es geht demnächst mit einer neuen Kamera, vielleicht auch mit einem neuen Kameramann, vielleicht auch mit demselben Kameramann wie damals. Einfach weiter und ich werde jetzt noch ein bisschen meinen Kaffee genießen und erstmal gleich nach Hause. Später noch einmal in der Stadt, bis es dann nach Lehrte zu meinem Vorstellungsgespräch geht. Ich hoffe, Bennys Welt hat euch gefallen. Schaut auch nächstes Mal wieder rein und nicht vergessen, abonnieren und meine Facebook-Seite liken. Bis nächstes Mal. Ciao.